Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Together von 7 Days to Die. Diese Runde wieder mit am Start der Dalot, Hallo. Der Predator. Hi. Und der Chevy. Hallo. Alle wieder komplett. Ja, wie ihr seht, leben wir noch. Und unsere Höhle ist immer noch dieselbe. Wir müssen jetzt, wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt dringend mal die Stadt looten gehen. Denn wir brauchen Bücher, weil zum Beispiel eine Schmiede fehlt. Wir haben nur ein mickriges Lagerfeuerchen. Ganz dringend. Ja, ganz dringend. Nehmt euch mal was zu trinken, am besten auch mit. Gut, dass du das sagst, weil ich habe hier noch Murky Water. Brauche ich nicht. Ah, sehr gut. Ich habe meins schon reingelegt. In die Kiste. Ich nehme noch Murky ein bisschen... Murky Water können wir währenddessen schon mal grillen lassen. Ja, genau. Genau. Wo ist denn das Murky Water? Das sind die Can... Die Cans habe ich da reingelegt. Ach so. Die Can of Murky Water. Oh, da hat der Chevy aber schon ganz schön gut abgebaut, hier sehe ich gerade. Er baut hier aus noch ordentlich los. Weiß noch nicht genau, was er vorhat, aber er bastelt. Wen ja, ich baue jetzt mal eine gescheite Tür hin. So. Ich schmeiß mein Zeug jetzt einfach mal hier mit rein. Weil wir müssen ja ein bisschen Platz schaffen für die Loot-Tour. Das ist alles durcheinander, aber naja, was soll's. Ja, ich pack jetzt auch mal ein bisschen Zeug weg. Ach, da hinten haben wir noch zwei Kistchen. Dann schmeiß ich den Rest einfach da voll rein. Nimm auf jeden Fall mal Holz mit, falls wir uns irgendwie eine Treppe oder sonst irgendwas bauen müssten, um irgendwo hochzukommen. Jo. Bringt Steine für Pfeile. Ich hab Steine, brauchst welche? Ja. Also ich nehme jetzt... Oh! Das ist gut, dass du das sagst, weil ich brauche auch wieder Pfeile. Ja, ich habe auch nur 17 Stück, aber das muss für den Anfang mal reichen. Ich habe jetzt 7 Stück, nur noch mehr. Das ist eine ganz gute Idee hier, muss ich sagen. Ah, sehr gut. Müssen wir dann, wenn wir wieder zu Hause sind, mal aufwerten und... Genau, dann können wir das ein bisschen zusammenkloppen, ja. Okay, dann würde ich sagen... Aber, dann folgen wir dir, oder? Jo. Aber Leute, ich muss noch ganz kurz Pfeile machen und dann können wir sofort loslegen. Alles klar. Okay, Waypoint ist gesetzt. Jetzt kaputt, wieso kann ich Weil nicht das cracken? Sieht aus wie so ein Meteoriteneinschlag hier auf der Karte. Ja, tatsächlich, ich sehe es gerade. Dabei haben wir doch da gar nichts gemacht. Ja. Chrono? Ah, ja, mit dem Orgeiser. Ja, hier sieht man es hier, ne? Guck mal. Dieser kleine Aufstieg. Das geht wohl komplett rum. Um dieses Lagerchen da. Was kein ist Space. Ist aber cool. Ja, ist cool, ja. Die Random Maps sind schon sehr geil. Ja, sowas findet man halt nur auf der Random Map, ne? Leider nicht auf der Navscan. So, da sind noch ein paar im Lager. Ja, ich bin sofort da. Noch jemand Federn? Nee, die habe ich gerade leider alle aufgebraucht. Ich hab noch ein paar weggelegt. Steine habe ich jetzt auch nicht mehr so prickelnd viel, aber da du ja Steine recht gut abgebaut hast, glaube ich, können wir uns da ja auch welche draus machen. Ich leg 100 Steine auch in die Kiste rein. Die habe ich umgewandelt in Schafe. So. Na, das ist auch gut, ja. Dann brauchen wir jetzt nur noch mehr Federn. Okay, dann würde ich sagen, wenn alle bereit sind, so, gehen wir auf Wanderschaft. Fremder, führe uns. Ich führe euch. Nicht in Versuchung, oder? Nein, ich doch nicht. Da kommt's mir gerade, ich sollte vielleicht meine Waffe reparieren. Ja, ich werde auch ein paar Steinchen mal einsammeln, weil meine Stone Axe, die ist ein bisschen im Eimer. Aber mit gut, ich fünf... hab den Klapp. Sag mal, kommt da schon wieder hier... Ja, ja komm, wir laufen einfach Noch mal weiter. Vorsicht. Die lassen wir einfach mal stehen, die... Ich eile zur Hilfe. Immer wenn ich irgendwas im Inventar mache. Okay, nee, die Zombies lassen wir einfach mal stehen, die werden uns folgen. Und werden dann ihr Gedächtnis nach 30 Sekunden wieder verlieren. Das ist nicht unbedingt von Nachteil für uns. Die haben halt ein extrem Kurzzeitgedächtnis, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank.
dank der Servereinstellung. So, die Stadt ist nicht weit. Wir müssten gleich schon die Umrisse sehen. Bevor wir da aber ankommen, ich habe jetzt hier fünf Steinchen gesammelt. Ich repariere ganz kurz meine Stone Axe. So, weiter geht's. Ja, da vorne ist schon das erste Häuschen, genau. Ich sammle mal gelbes Kraut unterwegs noch mit ein. Genau. Ich hoffe ja. Super kleines Städtchen. Ja, so ganz so groß ist das Ding nicht, aber. Aber ich weiß nicht. Könnte eventuell ein neues Zuhause werden. Also ich habe da nach. Ja, das könnte es werden, ja. Ich habe da nach rechts hin noch nicht wirklich geschaut, aber ich befürchte, das sind wirklich hier drei Häuser, kann das sein? Oh nein, ja, stopp. Sieht so aus. Moment, Leute, da vorne steht ein Scout rum. Ein Blatt. Weg ist er. Sehr gut. So. Wollen wir uns aufteilen oder? Ich würde sagen 2-2, ne? Da kommt hier der Iro. Mr. Iro kommt mit mir mit. Wir kloppen uns mal hier in das Haus rein. Grunde. Oh, das ist ja schon offen, guck mal. Auf in das rote Gebäude. Ich loote auch gerade mal ein bisschen Einrichtungsgegenstände. Oh, eine Pickaxe. Wow. Hallo? Eine Pickaxe? Ja. Geil. Was greift uns hier so stark an? Ja, ignoriere die einfach mal, die Dinger. Oh, ganz wichtig, Short Iron Pipes. Da macht er schon den Boden kaputt. Oh, ein Bier, ich habe ein Bier gefunden. Sehr geil. Oh, sehr fuck, gut. Ich werde gehauen. Wer hart arbeitet, nein, da hart ich blute. Oh, eine Pistole. Ja, stimmt. Geil. Wo kam der Zombie denn her? Hat der Zombie sich durch die Wand geglitscht? Ich fass es nicht. Ich bin im oberen Stockwerk. Na, so geht es viel schneller. Super, danke. Mach mal hier auf. Okay, hier unten haben wir alles durchgelootet. Oh ja, hier ist noch ein Bett. Das nehme ich auch mal gerade mit. Buch. Urban Combat Book. Sehr gut. Ich habe ein paar Knüppel für uns gefunden. Leere Gläser gefunden. Okay, oh, das... 37 Federn, sehr geil. Okay, das Haus haben wir durch, ne? Würde ich sagen. Ja. Übrigens, du nackter Mann da vor mir. Ich hab dir noch Cap hingeschmissen. Hier. Ein Tanktop. Dass du nicht ganz so nackt bist. Sehr gut. Danke. Oh, verdammt, Vorsicht. Nein, Leute, ich bin infiziert. Was? Ich bin infiziert. Mich hat das. Wir haben doch gar keine Antibiotika, oder? Ja. Scheiße, und ich blute schon wieder. Keine Antibiotika. Alter Schwede, mein Lebensbalken ist komplett auf Null. Ich hab grad. Hoffen wir mal, dass die Nurse direkt Antibiotika dabei hat. Ja, hat sie! Wo bist du? Oh yeah, geil! Komm raus. Falls, ich hab kein Leben mehr. Ja, ich hab wirklich kein Leben mehr. Falls auch irgendwer noch eine Schmerztablette hat. Raus. Geil. Warte. Hier. Boah, perfekt. So. Ich danke dir. Das war jetzt aber echt einfach nur Glück. Das war Glück. Jetzt darf ich nur nicht verrecken, sonst war das echt umsonst. Schmerztabletten habe ich leider keine. Ja, ich muss mir... ich hau mir gerade mal so ein Charred Pork rein. Das gibt mir wenigstens mal zwei Gesundheit. Okay, das bringt... Was ich jetzt auf jeden Fall mal mache, ich lese das Buch. Ja, auf jeden Fall. Shotgun Pump. Sehr gut. Geh mal nach oben im Haus. Hallo, wie oft können wir daneben schießen? Ach, das geht schon. Ganz oft. Okay, wir haben es tatsächlich noch geschafft. Kein Benzin mehr. Doch, kommt. Habt ihr... So. Seid ihr schon im letzten Haus? Wir sind schon im letzten Haus. Okay. Und wir suchen hier gerade schon. Hier ist gar nichts. Ja, hier, also die Stadt hat sich nicht so wirklich als tolles Loot-Paradies entpuppt, ne? Ja, immerhin, du hast Antibiotika gekriegt. Immerhin, und mein Lebensbalken ist komplett am Arsch. So, hier ist fertig, glaube ich. Ich nehme doch die Couches also mit. Zumindest oben. So. Gemütlich haben, ne? Ja, natürlich. Die Couches, das macht es ein bisschen gemütlicher. Wir könnten uns eigentlich
Also die Stadt ist ja nicht wirklich eine Stadt. Ne? Sollen wir uns hier so ein Haus schnappen und uns das hier zu eigen machen? Zum Beispiel das hier. Ja. Aus Ziegeln. Ja. Das sollte recht stabil sein, hoffe ich. Nee, nicht wirklich. Das ist zerstörter Stein, wenn man es kaputt haut. Das hebt einen Schlag mit der Pickaxe aus. Das ist nicht so viel. Ja, und wie viel von den Zombies? Wahrscheinlich zwei. Naja, gut, okay. Aber wenn ihr möchtet, dann können wir uns hier mal niederlassen. Sollen wir dann mal wieder rübergehen und unser Zeug holen, oder wie? Beziehungsweise wir können auch, weil das ist ja hier nicht wirklich eine Stadt, ne? Das ist ja scheiße eigentlich. Wir können auch mal die Straße hier lang laufen, ob wir da vielleicht doch nochmal ein Waldbiom oder so finden, ne? Was haltet ihr davon? Ah, das bräuchten wir eigentlich gar nicht mehr so wirklich eins, glaube ich. Schaut mal ganz kurz auf die Uhrzeit. Oh ja. 52, ja. Ja, und ich sehe da vorne gerade einen Scout. Dann würde ich fast sagen, da es schon wieder so spät ist. Ja, dann bleiben wir doch mal in unserer Höhle da hinten erstmal, ne? Besser ist das, glaube ich. Oh, Papier. Papier brauchen wir nachher für die Shotgun. Oh, ich schmeiß schon meine Armbrust weg hier. Nicht gleich so übereifrig. Nee, die könnte ich noch brauchen. Ich habe zwar wenig Pfeile, aber das macht nichts. So, also zurück zur Höhle? Würde ich sagen, ne? Nachts draußen. Dann schauen wir mal, dass wir uns morgen hier irgendwo einquartieren, oder? Ja, oder? Oder wollen wir einfach weiterschauen? Oder wir. Oder wir bleiben dort, wo wir sind. Nur graben uns vielleicht eine Höhle nach unten. Weil da werden wir ganz, ganz schwer nur von den Zombies erwischt. Und bleiben dort einfach, weil wir da in der Nähe von der Stadt sind, ne? Dann können wir ja mal auf Loot-Tour in die Assi-Stadt da gehen. Weil da sollten wir doch ordentlich was looten, denke ich. Nicht so wie hier in der... Ja, das sollte tatsächlich so sein. Also ich denke, das wäre eine ganz gute Idee. Wobei mein Lebensbalken da eher nicht so geeignet für ist, glaube ich. In dein Solo-Let's Play ist der auch nie geeignet und trotzdem machst du das. Ja, das stimmt wohl. Das hat mich aber oft das Leben gekostet, ne? So ein paar Mal, ja. Ja, nur ein paar Mal. So, die gelben Pflänzchen mitnehmen, falls ihr sie seht. Ja. Das gibt guten Tea. Tee. Tea Time. Aber ohne Milch, bitte. Hui. Da hier wird einer schneller weg. Oh, das guckt ihr euch mal die Zombie-Horde da vorne an. Wo? Wovor, direkt, ne? Vor unserer Hütte, wenn ihr auf unsere Hütte schaut. Oh, scheiße. Oh. Was ist da denn los? Das sind die, die uns vergessen haben, glaube ich, oder? Die schleichen durch, also die, aktuell sehen die uns nicht. Ja, Leute, die killen wir auf jeden Fall mal vor 21:45, ne? Sonst haben wir nachher ein Problem. Ich hätte mich jetzt reingeschlichen und... Nein, die machen wir nieder. Scheiße! Verdammt! Eieiei, der fetzt da durch mit seinem Orga. Kommt schon, Leute, ich brauche eine Schmerztablette. Ja, ich kann dir eine leihen. Oh, eine leihen, das ist ja sehr schön. Hier, ich weiß hier. Gar nicht du mehr, kriegst sie, du kriegst sie auch nie wieder zurück. Ich habe auch gerade überlegt. Aber ich glaube, wir müssen hier außen rum. Nee? Sieht so aus, ja. Oh, Gott sei Dank, eine Schmerztablette. Ui, ui, ui. Oh. Ich wäre jetzt beinahe runtergesprungen. Ich habe keine Lust auf gebrochene Beine. Das wär nicht so toll. Okay. Achso, ich habe gar kein Holz dabei, ne? Wir brauchen ein bisschen Holz, um das aufzuwerten. Oh je. Jemand schon eine Türe? Hier ist alles so voll gemüllt. Ist in der Kiste einer. Okay, ich pack das Zeug einfach mal hier rein. Ach, macht sie gleich zwei. Ich hatte jetzt erstmal eins gemacht und dann... Ich versuche hier irgendwie zu sortieren. Aber, naja. Das ist nicht so Ach, einfach. Ach, scheiße. Dieses Drecksgras. Jetzt habe ich aus Versehen eins mit Scrap Metal sogar aufgewertet. Was, das Gras?
Nee, dieses im Holzblock, weil das Gras okay. im Weg stand mal wieder. Ja, das Gras ist echt nervig. Richtig nervig. So, jetzt bin ich alle. Vorne noch die Türe. Ah, hier, ich hab. Ja, okay. Braucht noch jemand Holz oder habt ihr noch Holz? Nee, ich hab. Ich versuch grad. Ach du Scheiße. Hier sieht's wieder aus. Das ist ich hätte noch ein paar Loks im Angebot. Wir. Also ich bin ja schon jetzt froh, wenn wir uns ein neues Zuhause basteln, beziehungsweise uns mal in die Tiefe buddeln und dann ja, neue Kisten basteln, weil das ist so ein Chaos. Das kann man so nicht lassen. Gar kein also. Chaos. Nein. Das ist super. Überhaupt nicht. Das hier ist ein Männerhaushalt. Ja, okay. Das stimmt wohl. Ah, Wasser hätten wir uns gleich holen müssen. Wir haben nur ein Problem, da vorne ist alles offen. Ja. Ich muss kurz an die Truhe hier, wo einer dran steht. Ja, das bin bestimmt ich. Oh, da ist ein Bloombag, den ziehe ich mir doch direkt rein. Oh, sehr schön. Also, ich nehme alles, was so an leeren Gläsern und Cans gibt, nehme ich jetzt. Oh, scheiße. Wo ist denn die Tür hin? Ach, hat die schon jemand? So, bisschen heller wieder. Habt ihr noch irgendwo leere Gläser und Cans? Ah, hier, Cans. Wir hatten die Nailgun. Wir hatten die Nailgun gefunden. Ja, da ist nichts drin. Ich, woher? Also, ein Hase! Beim Zusammenfinden, ne? Ja. Verdammt. Okay, ich hab jetzt. Nee, nicht erwischt, glaube ich. Okay. Also, ich hab jetzt mal ernsthaft, hat jemand die Tür aus der Kiste schon rausgenommen? Nee, ich nicht. Dann bin ich zu blind, sie zu sehen. Oder sie sind mittlerweile in einer der da hinten. Ja, da hinten ist der. Nee, da ist. Ach, scheiß drauf, ich baue jetzt einfach noch eine. Okay. Also ich habe jetzt 9 leere Cans und 8 leere Gläser. Das heißt, da können wir schon mal wieder ein bisschen Wasser mitholen. Und von euch hat keiner mehr was, ne? Ja, wie kann man die Tür noch mal drehen? Ja. Vielen Dank. Richtiges Repair-Tool noch rein. Müssten wir hier drüber noch einsetzen, ne? Ich mach grad. Mach mal nicht die hier mit Scrap Iron, sondern. Ich will euch da durch die Tür laufen sehen. Da müsst ihr kriechen. Oh, scheiße. Ja. Nein, da passt man durch. Nee, doch nicht. Egal, wir können. Hallo? Da passt. Oh, Leute, ich höre da Zombies, glaube ich. Ich höre auch welche. Scheiße. Haben wir schon ein Dach? Naja, so kann man es noch nicht nennen, glaube ich. Ich befürchte, wir werden gleich. Sterben. Hoffentlich nicht. Irgendwo kommen die durch. Die sind bestimmt über uns. Ich habe so die leise Befürchtung, dass das gleich nicht so gut enden könnte. Also ich bin noch undetected. Ja, ich auch. Weil ich habe nichts Riechendes dabei. Ey, wir haben hier keine Dusche, also behaupte mal nichts Falsches. Wer weiß. Hat einer die Tür schon aufgewertet? Ja. Also nicht mit Scrap Metal, falls du noch Scrap Metal hast, dann. Jetzt ist Scrap Metal dran. Sehr gut. Was macht ihr denn hier? Holzboden oder wie? Nee, dass wir hier auch durch die Tür rauskommen. Ich bin gerade so, sonst kommen wir da nicht mehr durch. Das ist interessant. Nee, nee, lass einfach die Kuhle hier drin, ist ja Wurst. Lasst mich mal durch. Ich pack mal die Pickaxe hier hinten in der Kiste rein. Okay. So, komm, wir kloppen das hier mal weg. Innen drin. Nein! Nein, kein Lärm. Was macht er denn? Oh, scheiße. Ob das so intelligent war? Wir werden es erleben. Oder auch nicht. Oder auch nicht.
Das ist wahrscheinlich eher das Problem. Ich pack mal. Ach, scheiße. Hier sind jetzt die ganzen Cans gemacht worden, ne? Ja, die Cans, die müsste man noch kochen. Warte, lasst mal bitte. Ich würde hier gerne Tee machen. Okay, Tee ist super. Okay, aber wir haben nicht genügend sauberes Wasser, verdammt. Da haben wir halt komplett überhaupt nicht bedacht, dass wir Wasser sammeln sollten tagsüber noch. Ja. Ja gut, wir haben ja gehofft, wir finden in der Stadt ein bisschen was, ne? Das war aber ein Reinfall. Hoffnung. So, kommt man da jetzt durch? Mit dem Holz? Ja, wunderbar. So. Ich hab mal die Wassercans mal überall reingepackt. Die brauchen leider sehr viel Platz. Ja, das ist ein bisschen blöd. Aber für den Anfang, wo wir ja eh nichts zu saufen haben, großartig, ne? Ist das, denke ich mal, ganz geschickt. Ja. So, Pistole haben wir auch. Ich pack die mal in die Kiste, wo auch schon Munition liegt. Die ist leider etwas kaputt, das heißt... Okay. Ja. Ja, ist nicht so tragisch. Würde ich damit nicht. Oh. Ist sie so down? So schlecht ja, schon? Ja, gelb, aber... Naja, gut, okay. Nicht, dass sie in der Hand explodiert oder so. Wir haben ja Stone Axes, ne? Wozu Pistolen? Brauchen wir nicht. Außerdem haben wir Armbrüste. Die machen keinen Lärm und sind viel cooler. Ja, genau. Apropos Armbrust, hat einer mir noch ein paar Pfeilchen, zufällig. Weil ich habe, glaube ich, echt nichts mehr übergroßartig. Hm, sexy mit einer Boxershort und Tanktop. Sieht echt auch super aus, finde ich. Wir können auch... Müssen jetzt welche am Boden liegen. Ja. Okay, aber der Darlot hat sie eingesammelt. Hat er mir vor der Nase weggeschnappt. Was wolltet ihr? die Armbrustbolzen. Oh, sind ein paar. Wie viele waren denn das? Keine Ahnung, schmeiß einfach ein paar runter. Sorry. Ich glaube, jetzt hat sie mir der Chevy weggeklaut mit Absicht. Komm, gib her, rück raus, du Sau. Ich hab's genau gesehen. Ja, die sind aber weg. Ah, jetzt, habe ich jetzt was? Ach, ich hab sie wieder. Wieso hab ich sie denn jetzt schon wieder? Ach so. Na dann. Dann kann ich lange suchen, ne? Ja, ich habe sie rausgeschmissen und auf einmal sind sie wieder in meinem Inventar. Ja, das ist logisch, ne? Höhere Zombies, ganz schön viel. Ja, wir haben noch eine Stunde, die wir überleben müssen. Aber wir sind immer noch undetected. Also die Höhle sieht sehr heimisch aus. Ja, es ist irgendwie... Ich find's hier gemütlich. Ja. Und wenn wir uns dann hier noch irgendwie einen Tunnel nach unten basteln und unten dann ein richtig fettes Lager machen, eine richtig riesen Höhle. Oh, hey Leute, seht ihr das hier vorne? Die buddeln sich hier durch. Oh, da oben ist er. Vielleicht können wir den mit der Armbrust niederballern. Ich habe ihn durch die Lücke da gesehen. Scheiße, jetzt ist er weg. Oh. Naja, komm. Der macht's jetzt kaputt, ich repariere es wieder. Ja, macht nichts. Wir haben jetzt gleich 6:45, dann können wir raus. Dann hauen wir sie um. Dann gibt's Ärger. Dann gibt's Ärger da oben. Die Pickaxe kommt wieder in den Kistlein. In das Kistlein. Nee. Man sollte der deutschen Sprache schon mächtig sein. Ja, manchmal setzt es einfach raus, das macht nichts. Und raus mit uns. Hab ich auch ab und zu mal. Oh, da kommen wir ja fast nicht raus hier. Da müsst ihr springen. Warte. Da oben sind sie. Das ist schon eine super Konstruktion hier, ne? So, jetzt kommen wir da raus. Noch halb Rohbau. Komm, put. Oh, ich treff nicht. Die traut sich nicht, guck mal. Immer auf den Kopf. Hm. Naja, oder so. Auf die Brust geschossen, wenn es okay war. Ja, wegen mir. Machen wir mal kurz noch das Außending hier fertig. Wollt ja nicht so lange dauern zu wie vielen Leuten. Zu viert. Sieht doch gut aus. Und einen schöneren Ausgang. Dann sollen wir uns jetzt in die große Stadt wagen oder. Der buddelt halt gleich mal wieder 10 Kilometer. Hallo. Ich würde sagen ja. Weil wir brauchen dringend Loot. Und Wasser. Und, also ja, vor allem Wasser. Ich habe ein bisschen leeres Zeugs ja dabei, war ne? Eine Nummer zu tief, was du da machst. Ein bisschen.
Okay, also ich würde sagen, wir gehen zum Wasser. Ja, komm, lass, Chevy, lass die Blöcke mal so dran. Dann bewegen wir uns lieber mal direkt Richtung, City. Die können wir nachher noch zukloppen, die Dinger. Okay? Und Wasser dürfen wir nicht vergessen, Leute. Ja, ich hab, ja. Das ich hab 9 Gläser. Okay, perfekt. Perfekt. Also, okay. Wohin müssen wir nochmal? Zur großen Stadt, ne? Hier geht's lang. Da kommen wir automatisch an einem Fluss vorbei. Eine Hornisse. Da können wir, gleich auffüllen. Mach sie nieder! Honig! Ja? Oh ja, super, das ist wieder mal eine Backbiene. Eine Schwebe. Eine Schwebebiene. Ah, eine, wie heißen jetzt die? Ist hier runtergefallen. Eine Schwebefliege. Schwebefliege, ja. Wie war das mit der deutschen Sprache und so weiter? Schwebefliege? Eine Schwebefliege. Ja, Schwebefliegen. Heißen die Schwebefliegen? Ja. Ich dachte gerade, ich habe total einen Mumpitz gelabert. Waren das doch Schwebefliegen? Ja. Okay, von mir aus. Dann waren es Schwebefliegen. Lassen wir das mal so stehen. Und wenn nicht, dann können uns die Zuschauer ja gerne korrigieren. Genau. Bitte. Bitte alles in die Kommentare. So, ich habe das Wasser mal aufgefüllt. Jo, ich auch. Ich hätte vielleicht sauberes Wasser für unterwegs mitnehmen sollen, verdammt. Und Essen. Ach. Ja, Essen habe ich auch keins dabei. Ich, aber wir werden gleich was finden, denke ich. Ja, oder sterben. Ja. Denken ist immer gut. Oder beides. Finden und dann sterben. Oder so. Wenn ein Forge baut, wäre jetzt nicht schlecht. Aber ja, ein Forge-Buch wäre sehr, sehr gut. Oh ja. Finden wir jetzt hier in dieser Stadt. Wie weit ist dein Lebensbalken? Ich bin fast bei der Hälfte wieder. Also die diese Schmerztabletten, die bringen schon einiges. Und wer hat Hunger momentan? Ich nicht. Noch nicht halb, aber... Okay. Wenn wir hier ein bisschen looten... Ich hab grad gesehen, ich hab noch zwei Sachen dabei. Also da was wir... Was am besten wäre, wenn wir es finden... Verdammt. So diese Wohnhäuser, ne? Diese großen Häuser. Da oben sind Bücherregal, Kisten und alles. Ah, hier ist dieser Einkaufsladen. Pass and Gas. Na, das ist, ist eine Tankstelle. Guck mal, ich seh's ja, Tankstelle. Hier. Nee, hier gibt's nichts. Komm mal mit dir mit. Hier gibt's nichts, ne. Das habe ich, glaube ich, vorher mitgenommen. Aber da war ich noch nicht drin, fällt mir gerade ein. Ah, ich habe eine Idee, warte. Ah, mach. Tja, okay. Da hat er sein Lieblingsspielzeug wohl gefunden, ne? Kein Buch. Nichts. Also ich habe bisher hier Flaute. Und ich habe eine Tür. Die nicht weg will, so. Oh yeah, eine Schmerztablette, Baby. Und noch eine Bandage. Die Schmerztablette hau ich mir gleich rein, so leid es mir tut, Leute. Aber... Spaß. Mach mal. Mein Lebensbalken, der muss einfach... Der sieht einfach zu schlecht aus. Oh, hier oben gibt es noch ein paar... Ein paar Airconditioner. Nö, da sollte man nicht rein. Gut, das sind vielleicht die Rohre drin für unseren Grill. Nee, sind sie leider nicht. Die waren beide. Zwei haben wir, glaube ich, schon. Ja, ein Grill wäre übrigens mal gar nicht übel, ne? Also von der Lautstärke her filmen wir uns hier auf, als würden wir hier zu Hause sein. Wir sind zu Hause. Ja, natürlich. Die Zombies sollen sich verpissen. Die Welt ist unser Zuhause. Genau. Lasst uns mal zu den anderen Never... Häusern, oder? Ja. Also so ein Hochhaus wäre mal ganz geschickt, ne, wie gesagt. Oh, was haben wir denn hier? Hier gibt's einen kleinen Tresor in diesen Dingen. Wo bist du denn eigentlich? Ah, da. An diesem kleinen Gebäude hier, so ein Mini-Ding. Oh, was ist da los? Ich schaue immer auf die grünen Pfeile, dabei bin es ja nicht ich. Ja, dankeschön. Ich wollte gerade schon sagen, ich bräuchte mal da den Herr Orger. Kompass. Oh, Moldy Bread. Sehr gut. Leute, ich habe ja mit Moldy Bread kann man übrigens Antibiotika herstellen. Oh, scheiße, ein Hund. Mhm. Oh, ein Hund. Scheiße, voll daneben wieder. Lauf zurück. Ach, scheiße, ich blute. Ja, ich habe ihn von der Seite erwischt. Ich blute. Bandage?
Du hast eine Bandage, ne? Hast du dabei? Nee, ich hab keine, aber ich kann mir eine machen. Hier, ich schmeiß dir eine runter. Ach, ich hab doch, ich hab. Passt. Okay. Entschuldigung, los. Logisch. Immer dieser Stress. Da vergesse ich alles. Ich habe übrigens zwei Pistolen gefunden. Sehr gut. Besseren Zustand, hoffe ich. Nein. Die Biene hier kaputt. Beide grottenschlecht. Sag mal, ist das hier wieder ein Scout? Das ist ein scheiß Scout hier. Ja. Nieder mit dem Scout. Huch, wo kommst du denn her? Aus dem Nichts gespawnt wieder mal. Aber er hatte Holz dabei. Oh Leute, ich glaube, ich sehe da hinten so ein Hochhaus, wo wir mal rein sollten. Genau. Hochhaus? Vorsicht hinter dir. Aber was ist denn hier los? Hat der jetzt Verstärkung gerufen? Das war das Zuhause mit dem viel Lärm machen. Ja, deswegen bewegen wir uns mal besser hier weg. Das hilft. Mit dem Zombie-Gedächtnis, das hilft schon, ne? Komm, die lassen wir. Nee, da waren wir doch. Die lassen. Oh, hier, Ölfässer. War mal nett. Eine Nurse. Hier ist noch ein Ölfass. Ah, da müssen wir auch noch kurz rein. Oh, Scheiße, da ist ein Hund. Nein! Nein, du blöde Sau! Ich blute schon wieder. Verdammt! Also, hat er ihn Blatt georgert. Achtung, da kommt noch einer. Die hat mir Alkohol gegeben. Der mäht alles. Ich glaube, der hat zu viele Gascans bei sich. So, lass uns mal hier reinschauen. Ich weiß nicht, ob du es rauchst. Leg mal hier was hin, Marco. Ja, bitte. Komm mal her. Ein Kochtöpfchen nochmal. Was? Ah, das First Aid Kit. Ja. Das ist ein geiles Teil übrigens, ne? Ja. Oh ja. Aber das. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße? Ja. Wir standen gerade da, haben uns ausgetauscht und plötzlich stand zwischen uns ein Zombie. Oh. Wollt ihr Gruppen kuscheln? Ja. Ich hab eine Harke. Eine Gartenharke. Oh, eine Leute, hier hinten ist so ein nicht kaputtes Haus. Ich glaube, das ist so ein Bullenhaus. Oh, noch eine Schmerztablette. Gott sei Dank. Oh, die könnte ich aber auch gerade gut vertragen, glaube ich. Wie viel? Ja, wo bist du denn? Hinter dir. Ach, da. Boah, zwei Gascans aus dem Auto, wie schön. Merci. Immer gern. So, wo wollen wir hin? Also ich würde gern in irgendein nicht kaputtes Hochhaus, aber wir finden hier keins. Gehen wir hier drüben mal rein. Hier, das ist glaube ich so ein Polizeirevier. Oder irgend sowas in die Richtung. Schauen wir mal rein. Oh, ich sollte mal was futtern und trinken. Sehe ich gerade. Bitte lass Stangen. Ja, eine Stange ist drinnen. Sehr gut. Sehr schön. Hier ist ein Hunting Knife und leere Gläser. Oh, da hinten ist das Hochhaus. Aber jetzt gehen wir. Ah, ich sehe es. Ja, perfekt. Jetzt gehen wir aber erstmal hier rein. Ja. Ja, Missy Orger, mach mal die Türen platt. Der ist gerade nach oben gelaufen, glaube ich. Nee, der ist unten. Unten. Scheiße, ich bin ich da hinterher gelaufen? Ich habe zwei Bücher gefunden, aber. Aber das sind leider die falschen Bücher. Braucht einer von euch noch dieses Ammunition Book? Das habe ich später schon. Das habe ich nämlich jetzt schon wieder gefunden. Oh, ich habe noch eine Stange gefunden. Irgendwie. Ich nehme es gerne dann, aber erst wenn wir wieder daheim sind. Jo. Übrigens. Boah, hier sind so viele leere Gläserchen. Das ist gut. Herr Auger, würden Sie bitte mir folgen? Wir haben hier nämlich ein paar Knastzellen mit richtigen Betten drin. Die wollen sie auch haben. Die würde ich gern auch haben, ja. Wofür brauchen wir richtige Betten? Weil es schicker aussieht als. Oh, alter Schwede, ist das laut hier. Weil es schicker aussieht als Schlafsäcke. Brauchen 45 Pistolenschuss. Oh, sehr schön. Sehr schick. Okay, perfekt.
Waren wir schon oben? Nee. Dann gehen wir da mal auch. Oh, hier. Couches, juhu. Da hinten sind, hier sind noch ein paar Türen zu. Oh, ein Tresor. Ein empty gun safe. Angeräumt. Achso. Was war? Ich wollte schon fragen, warum der denn empty ist. Die Sau. Na? So. Das Eck wäre gelootet. Hier geht's hoch, runter. Also leere Gläser habe ich jetzt ganz schön viele. Wenn wir danach auf dem Rückweg sind, müssen wir kurz einen Stopp beim Fluss machen. Jo, definitiv, ich auch. Ich schmeiß dir mal gerade das Ammunition Book runter. Okay. Passt? Ja. Lese es gleich mal, damit es keine Inventar verschwendet. Was macht er denn hier unten? Der mäht das halbe Haus nieder. Damit wir runterfallen. Nein, nein, ich will hier nur hoch. Ja. Oh, eine Munitionsbox. Was war da drin, Predator? Ein Zielfernrohr. Oh yeah, geil. Für eine Sniper. So, dann gehen wir mal ins Hochhaus, oder? Ja, würde ich sagen. Ich schmeiß mal gerade noch. Und wobei, nee, ich behalte es. Wah. Eine Nurse. Die hat mich etwas überrascht. Hey, wir haben Anti-Dünnschiss. Vitamine, genau. Aber wir haben doch auch Tee. Ja, wir haben auch Tee, aber es gibt ja jetzt auch Vitamine, ne? Ein neues Item. Ich verhungere bald. Oh, stimmt, ich auch. Aber ich habe hier was gefunden. Brauchst du was? Ja, ich habe ein bisschen Honig. So, mein Item-Shop ist voll. Oh, yes. Lass uns mal kurz hier rasten und kurz was essen. Ich muss was trinken, sehe ich gerade. Wenn jemand kommt, den Ogre ich dann. Machen wir ein Picknick. Brauch noch kurz etwas zu trinken. Oh Gott. Da kommt ein Hund. Mr. Ogre. Bitte, sieh zuerst. Haha, ich habe ihn erwischt. Sehr gut. Du meine Stadt. Scheiße. Alleine wäre ich hier schon 20 mal verreckt. Ja, das geht schnell hier. Haben wir jetzt wieder gut, mal ein paar ein Mal zu spüren. Ja, gut, wer ein Auge hat. Oder eine Kettensäge, das macht auch Spaß. Okay, das ist ein Riesengebäude. Oh, Vorsicht, ein Kopf. Kopf einfach, dass es Essen gibt. Scheiße, nein. Okay, er explodiert. Okay, egal. Ich habe ihn leider nicht erwischt. Er hat eine Schaufel. Ja, die Firma ist auch, da können wir auch mal rein. Hallo? Vorsicht! Vorsicht! Nein! Haha, erwischt. Dann lasst uns mal ins Hochhaus gehen. Ja, jemand? Gehen wir ins Hochhaus. Da hinten ist ein Hund, da hinten. Ich will mal kurz ogern, warte. Und ich brauche unbedingt eine bessere Waffe. Naja, was brauchst du? Eine bessere Waffe. Ja. Da hinten. Okay. Ah, brauche ich auch Antibiotika, ey. Ja, das kommt davon, wenn man sich mit den Hunden anlegt, ne? Komm, wir gehen mal. Leider keins. Wir gehen mal schnell in die Hütte hier rein. Mr. Orga mal den Weg frei, please. Natürlich nicht durch die Tür, sondern durch die Mitte. Also, das wäre das erste gewesen, woran ich gedacht hätte. Bei mir laggt das Spiel momentan ein bisschen. Warum? Ja, ein bisschen laggt's auch. Bei euch auch? Ja, kann ich bestätigen. Ja. Schlecht. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Das weiß ich auch nicht. Alter, hier ist so viel geiles Zeug drinnen. Ja, ja, jetzt geht's wieder los hier. Die Schubladen-Action. Okay, Bilder nehme ich jetzt mal nicht mit. Da habe ich zu wenig Platz für, aber die ganzen Couches und Einrichtungsgegenstände nehme ich alle mit. Oh yeah. Mach mal. Bei mir leckt es aber richtig. Was ist da denn? Was ist da denn los hier? Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Ah! Das liegt hier. Vielleicht ist der Server überfordert, wer weiß. Ich hätte hier noch ein Buch für dich. Ja? Ja.
Hast du das gern? Ja. So. So, wo geht's weiter? Also mit den ganzen Couches und so weiter, mit denen ich hier, die ich hier einsammle, können wir richtig eine richtig schicke Untergrundbude dann machen. Alter Schwede, da draußen geht's richtig ab. Okay, das leckt immer mehr. Naja. Vielleicht kommt der Server nicht beim Speichern mit, wenn der Orga hier durchrascht. Ja, ich glaube auch das. So, jetzt kommen wieder die Super Sounds. Ich habe ein Buch gefunden. Home Maintenance. Das ist sehr gut. Oh, da habe ich was zu futtern. Das hau ich mir doch gleich mal rein. Denn ich brauche möglicherweise Hilfe. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Wo bist du denn gerade? Immer noch im Erdgeschoss und... Okay, ich bin schon eins drüber. Oh, weil... Aber geht, passt. Ja? Ja. Okay. Ich gehe jetzt auch mal hoch, weil hier kommen die ganze Zeit Zombies rein. Direkt vor der Tür. Ja, schieß ihn einmal an, dann explodiert er. Bisschen. Schieß ihn einmal an, Ogre. Nee, dann explodiert er dir mitten ins Gesicht. Ist eher ungesund. Oh, scheiße, da ist ein Hund. Ein Hund? Wo ist der Hund? Ist er runter oder hoch? Alter Schwede, was geht denn hier? Spider. Da ist noch einer, Vorsicht! Alter. Eieieiei. Wir werden hier gleich überrannt. Haben wir hier schon alles eigentlich? Oder welche Räume sind denn noch nicht durchsucht? Ich weiß es auch nicht. Ich sammle hier gerade hauptsächlich noch die Einrichtungsgegenstände ein. Empty. Hier sind noch lauter. Was heißt lauter? Was eine bedeutet das Viruszeichen bei mir dran? Du bist infiziert, du brauchst Antibiotika. Achso, jetzt gehöre ich auch dazu. Okay. Genau, die infizierten. Also, ich glaube, wir haben jetzt hier alles. Lasst uns mal weiter hochgehen. Alright, ich komme. Wobei, ich kann hier noch ein bisschen Einrichtung looten. Alter, diese Geräuschkulisse macht mich wahnsinnig. Das ist schrecklich, ne? Man hat die ganze Zeit das Gefühl, mir beißt gleich einer in den Nacken. Vor allen Dingen, der Hund vorher hat es nicht unbedingt besser gemacht. Nee, nicht wirklich. Nur noch mehr am Einsammeln hier. Die ganze Zeit hört man's. Ja. Tür auf, Tür zu. Oh, ich höre da. Oh, scheiße, bei mir ist ein Bulle. Oh, scheiße, die Wand an. Bei dir ist ein Bulle. Ja. Der hat mir gerade hier an die Tür gekotzt. Wo bist du dann noch? Im zweiten oder im dritten? Alter Schwede, fuck. Hier sind immer mehr Zombies. Ich hoffe, der Bulle ist explodiert. Ich weiß es aber nicht. Okay, Leute, da kommen immer mehr Leute, immer mehr Zombies hoch. Oh, shit. Versucht dir schon so gut es geht zu helfen. Orga, mach mal deine Arbeit. Verdammt. Das ist total krank hier. Ich hoffe, das hört jetzt aber mal auf. Aber wir müssen trotzdem weiter hoch. Ja. Gemerkt, der explodiert. Also ich glaube, mein Inventar ist so gut wie voll. Meins ist voll. Meins auch. Nein! Nein, unser Orga ist gestorben. Ja! Nein! Unsere Hauptwaffe, das ist nicht gut. Scheiße. Orga wieder mit. Wo seid ihr denn, Leute? Ganz oben. Ganz oben? Ja, was ist ganz oben? Also ganz ich glaube, ich bin irgendwo hier noch zu weit. Dritter Stock, glaube ich. Zu weit unten. Dritter Stock. Oh shit! Wir stehen schon wieder ein paar vor der Haustür hier.
Wir sollten uns nämlich mal sammeln und eventuell zurückgehen. Ja, sollten wir dringend tun, glaube ich. Aber ich sehe niemanden im dritten Stock. Im dritten Stock ist keiner. Komm runter. Hat jemand meinen Rucksack? Taschen sind sowieso voll. Wo weit runter? Ah, hier, stopp, ich war gerade hinter dir. Hallo? Das ist ein Hund. Ja, oh nein, ich bin gestunt. Alter Schwede, wir müssen hier dringend weg. Chevy, wir können deinen Rucksack nicht looten, weil wir alle voll sind. Aber ich kann Unwichtiges wegschmeißen. Ich nehme. Aber haltet ihr mir mal kurz hier frei, während ich drei räume, damit ich den Rucksack dann looten kann. Jo, wo ist denn der Rucksack eigentlich? Auf der Treppe direkt. Vitamine habe ich gefunden, Öl habe ich gefunden. Schmeiß die Vitamine weg. Ich hoffe, dass die Tabletten hat. Oh, die Tabletten. Ah, hier ist es, okay. So, ich nehme mal mit, was ich kann. Jo. Also alles. Okay, perfekt. Dann nix wie raus hier. Oh, unbedingt. Shit. Ich gehe jetzt gerade viel zu viel ab. Ja. Leute, rennt einfach. Oh, heilige Scheiße. Auf der Treppe bleiben. Auf der Treppe bleiben. Kommt wieder hoch. Nein, die haben mich erwischt. Ich bin infected. Geh weg von der Treppe. Alter, was ist hier los? Scheiße! Was zum Geier geht hier ab? Deswegen laggt das Spiel so. Ah, der Hund! Nein, der Hund! Haut den Hund kaputt! Das sind zwei Hunde! Oh, Scheiße! Nein, ich renn weiter hoch, ich sterbe auch gleich. Okay, ich hau mir schnell das Medikit rein, dass ich überlebe. Wie viele Zombies dürfen denn maximal hier rumspawnen? Alter Schwede. 80! Ich glaube, die sind alle hier. Ich glaube auch. Boah, jetzt habe ich ein Problem. Wir haben, Predator, wo bist du? Schon draußen? In der Etage, wo ihr weggerannt seid. Okay, wir kommen wieder zu dir. Das sagst du so einfach. Ja, scheiße. Ja. Fuck. Schlimm ist, dass ich eigentlich schon tot bin. Also wenn mich einer ankratzt, dann bin ich vorbei. Nein! Wo ist er denn? Das hab ich Spider. Jetzt hab ich keine Muni mehr. Hund! Ach, Hund! Nein! Hinter dir. Die blöde Drecksau, jetzt blute ich schon wieder. Oh. Und ich bin infiziert, juhu! Leute, kommt hier hinten raus, kommt hier hinten raus, Balkon, Balkon! Können wir da runterspringen? Ja klar, ich probier's. Ja, locker. Lasst uns mal nach Hause rennen. Ich hör schon wieder einen Hund. Oh, der hinter euch, hinter euch! Ja Mann, ich hab ihn gekrit, gekrit-hittet. Wohin, wohin? Lasst uns hier, mal laufen. Mir hinterher. Ganz schnell. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Vorsicht, Loch! Die Drecksau hat mich erwischt. Mich auch. Ich habe auf jeden Fall den Orga im Rucksack. Also wenn ich drauf gehe, dann verliere ich höchstens meine Waffe, meine Steinaxt und die Armbrust. Okay. Schlimm ist, wenn mich irgendeiner berührt. Nein, da ist noch ein Hund. Ja egal, lass den Hund sein, glaube ich. Ich glaube, wir rennen einfach nur. Der kommt uns jetzt jagen. Okay, warte, ich pack die Armbrust aus. Er kommt dich jagen, um genau zu sein. Die Info wäre schön gewesen. Noch eine Sekunde früher. Ah, verfluchte Scheiße, ich kann nicht mehr rennen. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Ich schieße halt 100 Mal daneben. Oh fuck, da hinten ist noch ein Hund. Lauft, Leute, lauft. Ich versuche ihn zu treffen. Der rennt woanders hin. Alter Schwede. Ich treffe die scheiß Biene nicht. Ich lauf jetzt. Es geht nicht anders. Ich glaub, ach, leck mich am Arsch. Egal, was mit euch ist. Ja, wir müssen ganz dringend weg hier. Da kommt eine Biene. Ich bin zwar infiziert und wir haben kein Antibiotika, also gehe ich eh drauf. Nee, da geht so man nicht so schnell drauf. Das dauert ein paar Tage. Okay, ich trinke jetzt einfach einen Schluck Wasser, weil ich, weil mein Stamina leer ist. Es tut mir leid. Aber wir müssen und ich weg. Ich bin besoffen. Bier getrunken oder was? Ja, ich habe das Bier getrunken, um Stamina zu kriegen. Ja, das ist perfekt. Da kann man durchgängig rennen. Und meine Stamina ist schon wieder alle. So.
Ich bin jetzt auf der grünen Seite der Welt, aber ich muss jetzt hier Wasser auffüllen. Ja, scheiße, das muss ich auch noch machen. Und wenn wir dann zurück sind in unserer Base, machen wir auch an dieser Stelle wieder einen Break. Denn wir sind wieder bei 50 Minuten angelangt. Es war auch wieder genug Aufregung. Es war genug Action hier wieder dabei, ja, definitiv. So, ich bin aufgefüllt mit Wasser und ich hau ab. Auf geht's, heim geht's. Okay, komplett ach so. Neues Murky Water. Ich weiß, warum mein Stamina die ganze Zeit leer ist, wegen dieser blöden Infektion, ne? Ja. Die zieht mir... Da sollten wir vielleicht nicht runterspringen. Nee, eher nicht. Alter. Das ist echt... Also ich... Wie hoch ist denn die Spawn Rate? 200%? Also ich weiß nicht, 300? Was hier los ist. Ich glaube, da hat uns einfach, ich weiß es nicht. Das war echt hart. Also mit dieser Infektion fühlt man sich wieder wie mit einem Wellnesswert von 30. Eine Tablette? Hallo, stirb endlich. Ich bin nicht mehr besoffen, scheiße. Ich hab nichts. Ich krieg echt einen Vogel. Ich kann nicht rennen, mein Stamina füllt sich hier überhaupt nicht auf. Scheiß Infektion. Oh, ich bin wieder daheim. Ich werde wahrscheinlich daheim ankommen und sterben. Wo ist daheim? Nein, so schnell stirbt man nicht. Im Erdloch. Hey, das ist ein gutes Erdloch. Ja. Dankeschön. Das ist unser Erdloch. Schmeiß mir mal die Hose bitte wieder raus. Oh, da nicht. Was hattest du noch alles dabei? Ich hab einfach reingepackt. Wasser oder... Bitte? 12, 13 Wasser, 10 Wasser, weiß ich gar nicht mehr. Na gut, das packe ich gleich. Oh, hier wir sind rein. Wieder zu Hause. Sehr gut. So, Murky Water. Murky Water. Murky Water. Murky Water. Na, da kann ich auch noch ein bisschen was von reinpacken. Ja, mach mal. 43 hatte ich. Zünd lieber erstmal an, nicht bevor. Weil ich hatte schon mal einen Bug, dass ich draufklicke und alles ist weg. Einmal auf Guck. Hat jemand anders anscheinend gemacht. Okay. Naja, solange es funktioniert, soll mir das recht sein. Ja, 43 waren es auf jeden Fall jetzt. Schmeißt wir müssen hier alles rein, unbedingt halt wieder jagen machen. Gehen, glaube ich. Aber das dann in der nächsten Folge. Ach da Scheiße, das können wir ja gar nicht. Forge Ahead haben wir jetzt nicht gefunden, ne? So. Ne, Forge Ahead haben wir leider nicht gefunden. Aber wie Darlot schon sagt, in der nächsten Folge mehr. Denn hier sollten wir jetzt mal ein Päuschen machen. Wir brauchen dringend Erholung nach dieser Tortur gerade. Das war unbedingt echt zu viel des Guten. Wir legen uns direkt auf unsere Schlafsäcke und sagen Tschüss für heute. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.